Willkommen zurück! Hallo! Bei den Vierschwerter, den zwei Dudes aus dem Gigstübli. Hoppala! Wow, es geht, Bro. Was ist... Hoppala! Oh. Was läuft? Ich weiß es nicht. Hast du... Wir müssen den Controller schnell ausstecken, das ist sicher. Weil du irgendwie... So. Und wieder einstecken. So, jetzt geht's, hä? Gut. Ach, Gott sei Dank. Das ist halt eben noch oldschool. Ja, ja. Das ist jetzt gerade komisch gewesen. Das war cool. Höhle der Verdammnis. Der Verdammnis. Verdammnis! Höhle der Gottverdammnis. Oh. Ah, ich sehe es sogar. Was haben wir da? Laterne! Oh, nee. Smooth. Ich mag halt. Also, ich mag's. Ich mag Zeldas von oben. Ja. Top down. Ja, gut, gell? Das war dein erste so, das du gespielt hast. Ich war das erste Mal auch oben, ja. Was? Wieso musst du es jedes Mal komisch machen? Ja, es liegt doch auf der Hand. Ja. Dein Gesicht liegt auf der Hand. Ja, dein also. Gesicht liegt jetzt nur auf meiner Hand, ja. Wow, schau, die Flammen sind gut gemacht. Ja. Nein, eben, ich mag das Zelda in der Vogelperspektive. Weil es wirklich, es hat so sein, auch von den Rätseln her, es hat so seinen Charme. Und vor allem, hast du eins gespielt, kannst du alle spielen. Ja. Weil du hast, das ist eben die altbewährte, immer funktionierende Zelda-Logik. Und auf denen hast du, siehst es, du weißt, was du zu tun hast. Und das ist einfach so cool. Drum, von mir aus, macht wieder eins. Macht immer wieder mal eins. Also ja. Eins von oben. Weil, das ist genial. Ja. Ich habe auch A Link Between Worlds super gefunden. Das war es, ja, absolut. Es ist wirklich, es hat super hübsch ausgesehen. Tolle Mechanik, das 3D hat auch gut funktioniert. Hat wirklich gut funktioniert. Also ich habe es nicht immer eingeschaltet gehabt, aber zwischendrin einfach eingeschaltet, weil ich einfach Lust drauf hatte. Ja. Also vor allem mit dem New 3DS XL. Also ich habe es immer mit dem 3D gespielt. Immer, die ganze 3D? Ja. Ja, nein, zwischendrin habe ich halt schon ein bisschen Kopfweh bekommen. Schon? Ja, ja. Okay. Nein, das hat mich zum Glück nie so affected. Ich kann es Vielleicht ist es, weil du keine Brille hast. Vielleicht liegt es an dem, ich weiss nicht. Ja. Nein, es beeinflusst tatsächlich nicht alle Leute gleich. Also es ist genau wie... Wie VR. Genau, wie VR. Oder die einen haben mega Mühe damit und die anderen... Aber das rausgekommen ist, also weißt du, dass die Leute auf dem Ding... Dann haben gesagt, ja... ich bin da nicht so versiert gewesen mit Informationen sammeln oder im Netz beobachten, oder was gerade Neues gibt, oder? Da kommt jemand und sagt, es gibt einen 3DS, der ist 3D. Dann sage ich, was 3D? Du spinnst doch. Der heisst auf 3DS, weil es der dritte DS ist, der jetzt rauskommt, weißt du? So, und dann habe ich das Teil in der Hand gehabt und dachte so, the fuck! Ja, es ist so lustig. Es war so abartig. Und das so, stimmt, so weil neu. Selbst wenn du es immer wieder gehört hast, hast du es nicht können glauben, bis du es tatsächlich gesehen hast. Genau. Mit eigenen Augen. Und das hat es wirklich interessant Aber der gemacht. Erste 3DS, der ist wirklich, also das, da hast du müssen, also... Dann ist ja ziemlich bald ja das Zelda Ocarina of Time Remake rausgekommen für den 3DS. Ja. Und da hat es ja die coole Bogensteuerung drin gehabt mit Bewegungssteuerung. Und wenn du das 3D drin gehabt hast, hey. Ah ja, stimmt. Der erste 3DS, der hat ja. Keine Augenerfassung drin. Hat kein Tracking drin gehabt, das genau. Ist so, ja. Und das ist wirklich, also da hast du den Sieg müssen ausrichten und wirklich ganz genau reinschauen, damit du es funktioniert. In einem rechten Winkel müssen reinschauen, richtig. Ja. Sonst ist es nicht. Ja, und viele haben es zeigen und gesagt, schau wie cool. Und alle sind, das funktioniert gar nicht. Das geht gar nicht. Ja. Ist noch gut, dass gerade in die richtige Reihenfolge. Ja, auf jeden Fall ist es cool. Und eben der New 3DS XL ist genial. Ja. Vor allem mit seinem zusätzlichen Button. Ja. Hurenlässig, vor allem im Dings hat es Majora's Mask. Majora's Mask. Es ist ein revolutionäres Gefühl für mich. Also wirklich. Ja, es ist eigentlich. Ich wollte sagen, wie Ocarina of Time im Normalen gewesen, aber das stimmt gar nicht, weil im Original hast du ja keine. Bewegungssteuerung, also Sichtsteuerung. Du hast die Kamera nicht können steuern. Nein. Also nicht so, du hast sie einfach können hinter dir positionieren. Ja. Aber das ist... Eben darum ist es bei Ocarina of Time auch nicht gegangen. Ja. Und ich habe gedacht, okay, jetzt haben sie das für das Ding gemacht, für Majora's Mask, oder kommt sicher irgendein Update oder so, dass das auch bei Ocarina of Time geht, aber ist nicht passiert. Ja,
Das habe ich auch gedacht. Ich habe dann nachher, als ich wieder mal Ocarina of Time habe spielen auf dem 3DS, hast du die ganze Zeit auch anstrengend gefunden. Weil schon, ich mich einfach so daran gewöhnt habe, oder? Ich glaube, ich muss gar nicht alle Blöcke verschieben. So. Nein, wahrscheinlich nicht. Hä? Aha, wir haben sogar noch erst gerade davon gehabt. Von Kisten was? Von vorne müssen aufmachen. Ja, ja, genau, genau. Das muss schon alle. Da muss ich einfach in der richtigen Reihenfolge. Rot, dann blau, violett, gang weg. So gut! Ja, eben, ich meine, so wie das da auf dem Dings basierend war, Wind Waker. Also ja, basierend. Ist. Sie haben einfach das, was sie neu hatten. Die Ästhetik und so. Aber sonst gesehen. Der Artstyle, ja. Aber die ganze Auflösung, das ganze Worldbuilding hier, das ist absolut A Link to the Past. Ja, eben genau. Es ist eine Art, es ist so ein bisschen das Beste aus A Link to the Past und... Nein, also es hat einfach die Oberfläche, da die Speicher, also Dings, Startmenü und so, hat es vom Wind Waker. Aber sonst... Es hat mehr, es hat auch eben die ganze Ästhetik. Ich schaue, wie der Link aussieht mit diesen puffigen Haaren. Das ist genau so, wie er in Dings aussieht. Was muss ich machen? Ja, um jetzt zeigen, was für ein Zelda das bist. Wahrscheinlich kannst du da nicht, du musst nochmal zurück. Ich kann ja nicht zurück, ich kann ja nicht zurück. Ah. Wohin muss ich? Siehst du, ich bin ja da eingesperrt. Hä? Jetzt, hä? Hä? Hey, ui, du. Ganz im Ernst? Ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Versuch mal den super neuen Schlag. Aha, ja, den kannst du glaub nur machen, wenn du eben den Mittelboss oder den Endboss besiegt hast. Aha. Sonst eben glaub nicht. Puh. Ich habe nur eine Fackel, ich habe nur ein Schwert. Ich habe meine Formationen. Hä? Bin ich doof? Hm. Ich habe das Gefühl, ich muss da etwas machen. Aber was? Du, kann ich dir jetzt gerade auch nicht helfen. Das ist jetzt grad... Hä? Sind wir da eingefuckt jetzt? Nein. Das kann nicht sein. Das muss doch... Hey, kannst du den Link drüber schmeißen? Oh! Nein. Oh Mann, wieso hättest du das Ding wegschmeißen? Teleport. Okay, alles klar. Auf der Einzelnen. Oh Mann. Aber die Idee war nicht schlecht, mit dem Link drüber schmeißen und dann könnte den Stein wegschieben. Ja, das habe ich mir gedacht. Cool. Und die anderen sind nicht unten geblieben? Ja, ich habe nur einen gesteuert. Darum bin ich wieder raufgekommen. Nur so einen allein? So ist es gegangen. Du musst in der Mitte stehen. Darum ist es nicht gegangen vorher, weil ich in der Viererformation war. Ja. Bin. Dann ist niemand in der Mitte. Ah. Oh, ist das nervig. Hey, ja, jetzt haben wir es dann. Ja, jetzt ja. Da genau. Wieder durch. Und da. Oh. Das sind so Gegner, die ich so nicht gern habe. Ja. Ja, mit dem Boomerang kannst du es abwehren, aber sonst nicht. Ja, wir haben gar keinen Boomerang. Boomerang. Bangerang. Dangerang. Bangerang. Ach, so gut. So, also. Weißt du, was du hast, Kollege? Ja, es ist schon eben. Die ganzen Effekte eindeutig. Hey. Windewacker. Der wackere Wind. Oh, was war das für ein Move gewesen? Das ist. Ah, fuck! Oh, dammit. Ja, aber halb so wild. Ja, stimmt. Das ist noch Zeug. Zeug. Ja, da ist ein Struppen mit der Formation. Da macht es klack, 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 klack. Ja, ja. Hey, das gibt's doch nicht! Anscheinend. Hey. So.
Jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Jo. Also du das nur einer, die andere läuft jetzt oft wie ein Kling an, oder? Genau. Kannst du nicht da irgendwie awaken? Gute Frage, hä? Hallo? Nein. Der kommt später. Ja, wahrscheinlich. Ah, ich liebe den Sound. Oh! Natürlich, ganz klassisch. Ja, ja. Ach, so ja, cool. Irgendwie haben sie so ein Kombosystem einbauen, so wie es aussieht. Gell? Das weißt du, wenn Venom Queen of Time hat sie damit angefangen, wenn du gewisse Anzahl Schläge machst, dann nachher dort das irgendwelche Moves auslösen, oder? Das ist aber cool. Hoppla. Hopp. Oh. Ja. Voll reingelaufen. Ah, lässig. Hey. Wow, noch mehr Herzen. Ja, weißt du immer, dass es auf den Boss zugeht. Ah, oh, ist kein... Force Feel. Eine Machtfähre. Ah, versuchen auszu... Hören wir auf! Hey! Oh wow, darum hat es so viel Herzen. Je weiter du reinkommst, desto mühsamer wird es gerade. Das ist jetzt gerade ein bisschen anstrengend ja. Da. Licht. Ah, die anderen verletzt es nicht, nur der, der kontrolliert wird, ja. Und jetzt in dem Fall bin ich natürlich nur einen am Steuern. Ah. So, wo muss der hin? Den wir mal da blicken. Viel braucht jetzt? Da! Ja, aber wo muss da oben? Ja, ja, ich sehe es schon. Aha, hallo? Oh, ein Ghost. Ich bin neidisch. Ah, ja, stimmt. Dankeschön. Hey, du. The red one. The red... Oh. Oh. Ah, gut. Das war hübsch gewesen. Was ist das? Ah, das Kraftarmband. Behalten wir das jetzt aber? Das ist eben eine Frage, hä? Ja, hast du gesehen, es ist kein Item. Oh, ah. Ein Bow. Ein Bogen. Die Bogen, voll verbogen. Yes, und jetzt darf ich gehen wir weiter. Die Gegner machen. Das sieht aber noch nicht so fertig aus da. Meinst du nicht? Ah, schau jetzt. Piu. Oh, wow. Piu. Oh. Ah! Limitless, hä? Ui du, letzt, hä? Wow! Oh yeah! Ist das der Gegner? Weiß nicht. Nein, ist auch so. Yeah. So gut! Huren einfach! Wow! Yes. Das ist der Scheiß, der Spass macht. Ja, es macht wirklich Freude. Es ist ein spezielles Erlebnis. Ich Wenn du mit dem Bogen drauf schießt. Ich warte, bis er violett wird. Nein. Okay, in dem Fall nicht. Aha, wahrscheinlich kann ich einen so holen. Schalterino. Mit dem einen. Wie hast du das gemacht? Mit dem Schwert draufgehauen. Ah. Ah, schau jetzt. Upgrades. Ah, es ist die Menge von der Kristall. Ah, alles klar. Der wechselt die Farbe nicht, gell? Nein. Ah, oh, der auf dem Boss kommt jetzt etwas zu, hey. Ja. Also wenn der kommt. Der Arsch versohlen. Ja. Ganz heftig. Ist das der Gegner? Nein, das sieht nachher. Ah, oh, das ist so ein Händler. Ah, ja, genau. Also die Musik dort nach Händler, oder nicht? Ja. Was will der? Red nochmal mit ihm. Das war's. Ah, blödes ich. Ah, okay. Ah, wenn du die richtige Dinge sind, hast. Also, zuerst rechts, hä? Yay! Yeah. Ich find's so lustig, wie der Sound und alles abgestumpft ist, wenn du in dieser Version spielst. Da. Ja. Ich würde jetzt links gehen. Treffen uns wieder. Nochmal rechts. Weiß nicht. Ah, weißt du was? Hm? Da hat jetzt etwas drin gehabt. Ah, immer dort, wo das Herzli ist. Ziemlich sicher, hätte ich jetzt gesagt. Das ist der einzige Anhaltspunkt, was es hat. Mhm.
Yay! Hört. Scheint funktionieren. Ja, sieht gut aus, hä? Yes! Jawoll! So, rausziehen, wahrscheinlich gleichzeitig. Kann man nicht alle miteinander. Ah. So, heben sie einander. Ah, ja. Oh, so gut! Gell? Das Game ist fantastisch! Es ist wirklich fantastisch! Yay, yeah, wir haben es geschafft! Yeah, ich glaube, da können wir Gegner führen. Da können wir wahrscheinlich Gegner führen. Das ist ja, jetzt ja. Gleich. Weil ich fühle mich jetzt gerade hypig. Gut. Dann tut ein bisschen Erstritt von... Ah, ah, okay. Noch besser. Aber es wäre klassisch. Yes! Sein. Yeah, und... Was der Raffi mit diesen 7 Herzli anstellt, seht ihr in der nächsten Folge. Wir gehen mal schauen. Hey. Meine Turn. Ja, ja, keine Angst. Mein Turn. Or is it? Besiege Schattenlink. Das machen wir das nächste Mal. Easy Jack.